Weiße Rosen werden heute vor dem Duisburger Rathaus verteilt. Sie sollen einen Willkommensgruß symbolisieren und so ein Zeichen für ein offenes, tolerantes Duisburg setzen. Grund für die Demonstration sind die Informationsveranstaltungen in Duisburg-Neumühl. Die heutige Ratssitzung bietet für die Demonstrationsteilnehmer dabei den passenden Hintergrund. Denn hier soll unter anderem entschieden werden, ob das leerstehende St. Barbara-Hospital in Neumühl als Notunterkunft genutzt werden kann. Wir müssen miteinander als Land, aber auch als Stadt die Verantwortung dafür tragen, dass Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, die um ihr Leben kämpfen mussten und um ihr Leben Angst haben mussten, dass sie hier menschenwürdig untergebracht werden, in Duisburg wie auch anderswo. Und dafür sorgen wir. Und da, wo es vor Ort zum Beispiel Asylbewerberunterkünfte neue gibt oder wo entsprechende Unterkünfte geschaffen werden, da werden wir die Menschen so früh wie möglich informieren und deren Sorgen auch aufgreifen. Die Veranstalter der Aktion rufen dazu auf, sich entschlossen für Menschenwürde und Freiheit einzusetzen. Zwei durch das Grundgesetz geschützte Güter. Auch Oberbürgermeister Sören Link wird bei seiner Ansprache für eine offene Willkommenskultur in Duisburg. Na, wir in Duisburg, wir können Integration. Seit Stadtgründung kommen Menschen nach Duisburg. Der berühmteste Sohn unserer Stadt ist ein Zuwanderer mit Gerhard Mercator. Und wir dürfen gemeinsam nicht zulassen, dass irgendwelche Idioten und Spinner von rechts mit der Angst, mit der Sorge, mit vielen Fragen von Menschen jetzt ihr politisches Süppchen kochen. Das dürfen wir nicht zulassen. Und dafür war diese Veranstaltung heute gedacht. Und ich bin froh, dass so viele Menschen dazu gekommen sind. Diskutiert wird nicht nur über die Zustände in Duisburg. Auch die Vorkommnisse wie Misshandlungen und Prügelattacken in anderen nordrhein-westfälischen Notunterkünften sind Thema. Das ist natürlich Ergebnis davon, dass die zuständigen Stellen momentan auch mehr als überfordert sind. Diese Unterbringung liegt in privater Hand. Das sind kommerzielle Träger, die natürlich dann auch unter einem entsprechenden Kostendruck stehen und dann natürlich auch Personal anstellen, das nicht entsprechend geschult ist. Und das ist mehr als traurig, das ist widerlich, was da passiert ist. Diese Menschen gehören bestraft und wir wollen nicht hoffen, dass das in Duisburg auch vorkommen kann oder vorgekommen ist. Ob solche Übergriffe in Duisburg schon vorgekommen sind, darüber liegen der Stadt noch keine Erkenntnisse vor. Oberbürgermeister Sören Link bezieht jedoch klar Stellung. Ich halte es für einen absoluten Skandal, dass es dazu gekommen ist. Ich bin sehr froh, dass der Landesinnenminister sofort reagiert hat und dafür zwei Sachen erklärt hat. Zum einen, dass es strafrechtlich verfolgt wird mit aller Konsequenz. Es ist nicht hinzunehmen, dass Menschen, die aus Kriegsgebieten zu uns kommen und ihr Leben fürchten mussten, hier ebenfalls Angst um ihr Leben haben, dass deren Menschenwürde hier tatsächlich mit Füßen getreten wird. Und zum anderen, dass er dafür Sorge trägt, dass beispielsweise durch andere Anforderungen an Sicherheitspersonal hier höhere Standards eingezogen werden. Das begrüße ich ausdrücklich und ich hoffe sehr, dass so ein Vorgang und so ein Vorfall nicht wieder vorkommt. Dafür kämpfen auch die rund 80 Menschen vor dem Duisburger Rathaus, während innen über die Zukunft Duisburgs entschieden wird.